Hi, wir sind Alex und Jasmin vom Reiseblog Pocket Full of Memories und wir befinden uns aktuell auf Europatour. Heute schauen wir uns die Stadt Visby auf der Insel Gotland an. Wir sitzen gerade auf der Fähre und zwar sind wir auf dem Weg nach Gotland, nach Visby. Das ist eine mittelalterliche Stadt, die wir uns heute angucken möchten. Wir sind super früh aufgestanden. Also im Vergleich zu den letzten Tagen war es extrem früh, aber bisher hat alles gut geklappt. Also gerade noch auf dem letzten Drücker, es war echt eine Herausforderung. Also eigentlich war der Check-in-Schalter schon geschlossen. Wir hatten keine Tickets, weil die Internetseite nicht funktioniert hat. Wir standen noch im Stau, das erste Mal in Schweden. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Haben den Ticketschalter nicht gefunden, waren ewig weit weg am Parkplatz. Und jetzt sitzen wir hier, es hat alles geklappt und ich finde die Fähre ja echt klasse. Wir haben Internet, wir haben hier WLAN, wir haben Strom, wir können nebenbei arbeiten, also ist echt toll. Ja, also hier so zwischen uns befindet sich so eine wunderschöne Säule und da habt ihr alles Nötige, was ihr braucht eigentlich. Von daher können wir diese Fähre auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, preislich... Schaut auf jeden Fall im Vorhinein nach. Es gibt super unterschiedliche Preise. Also je nachdem, wann ihr bucht, je nachdem, zu welcher Zeit ihr bucht. Wir zahlen jetzt knapp, was war das? 47? Ich glaube, sowas im Endeffekt, ja. Ja, 47 Euro für eine Fahrt. Unter 25 zählt ihr sogar noch als Jugendlicher oder unter 26 sogar. Das heißt, ihr zahlt noch ein bisschen weniger. Aber die Rückfahrt für uns wird ein bisschen teurer. Also wir haben schon ausgerechnet, wir werden knapp 130 Euro für die Fähre zahlen, nur um hin und zurück zu kommen. Das stimmt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht bucht ihr auch vor Ort. Also wir sind jetzt auch gar nicht mit dem Wohnmobil unterwegs, sondern wir sind nur zu Fuß unterwegs. Genau, das Wohnmobil haben wir am Parkplatz gelassen, kostet auch nochmal 25 Euro, um da zu parken. Genau. Also die Preise sind hier echt nicht ohne. Deswegen guckt auch vor allen Dingen einfach mal vorher, ob ihr da nicht vielleicht einfach irgendwo einen Parkplatz oder so findet, der kostenfrei ist. Sollten wir unterwegs noch einen finden, schreiben wir das auf jeden Fall noch in die Beschreibung mit rein, wo wir einen gesehen haben. Aber ja, sah nicht gut aus. Wir sind übrigens mit einem Wohnmobil von Reisemobile Panda unterwegs und haben uns für das Sunlight T64 Modell entschieden. Das Familienunternehmen aus Wadersloh in der Nähe von Lippstadt in Nordrhein-Westfalen ist super herzlich und bietet eine große Vielfalt an Teilintegrierten, von Integrierten und Alkoven an. Ganz nach dem Motto, überall zu Hause sein, fühlen wir uns in unserem Wohnmobil pudelwohl und lieben es, in Schweden mehrere Tage am Meer, im Wald oder am See freistehen zu können. Den Link zur Website von Reisemobile Panda findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Wir haben unsere erste Zimtschnecke gefunden. Wer schon unser Video aus Kalmar geguckt hat, der weiß, wir haben vergeblich danach gesucht und essen jetzt heute unsere erste Zimtschnecke in Schweden. Genau. Also, wenn ihr wissen möchtet, wie das auf Schwedisch heißt, Kanelbulle ist die Einzahl davon und Kanelbulla ist die Mehrzahl davon. Wir wurden freundlich im Café beraten. Ja, wir probieren es und wir werden auf jeden Fall berichten. Wir befinden uns jetzt hier in der meistfotografiertesten Straße von Visby, beziehungsweise auch auf ganz Gotland. Ja, das ist nämlich die Straße von Pippi Langstrumpf. Also, ist nicht ihre Straße, sondern sie wurde oft hier gefilmt, glaube ich, ne? So. Genau, es wurde hier gedreht, wie sie und die Freunde gemeinsam einen Süßigkeitenladen geplündert haben. Ich erinnere mich selber gar nicht mehr dran, ich werde es aber auf jeden Fall nachschlagen. Aber auch alleine, wie die Straße hier dekoriert ist, alleine mit Blumen und Pflanzen,
Sieht schon echt schön aus und man kann es nicht verdenken, dass hier die meisten Fotos geschossen werden. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr Pippi Langstrumpf kennt und ob ihr euch an diese Szene erinnern könnt. Gute Idee, finde ich gut. Also, das wäre mal wirklich interessant. Weil ja, vielleicht ist das wirklich bekannter, als wir gerade denken. Wir befinden uns hier in der Ruine St. Katharina oder St. Karin. Also beides ist möglich, beides steht dran. Ihr könnt euch Namen aussuchen. Ja, die Ruine trifft es wohl recht gut. Also hier ist nichts mehr wirklich erhalten, beziehungsweise die Mauern stehen halt noch, die Säulen stehen noch, aber es ist kein Dach mehr da. Aber das ist auch nicht, weil die Menschen das bombardiert haben oder es aufgrund des Alters zerstört wurde, sondern einfach, weil die Menschen halt einfach Fehler beim Bau gemacht haben und die deswegen so aussieht, wie sie heute aussieht. Genau, und zwar ist sie recht zügig nach dem Bau wieder eingestürzt. Dann haben die Menschen angefangen, die Kathedrale wieder aufzubauen. Allerdings haben sie sie nie fertiggestellt und deswegen sieht sie heute so aus, wie sie aussieht. Ist allerdings auch die größte Ruine in ganz Westfalen. Einfach so viele Ruinen hier in Visby, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wir wussten, dass es viele sind, aber dass es so viele sind, das haben wir nicht gewusst. Ja, an jeder Ecke ist irgendeine Ruine. Alleine jetzt stehen wir halt direkt vor einer Ruine. Das ist die Helge Enns Church. Und dann, wenn man in die Richtung geht, hat man wieder eine. Wenn man in die Richtung geht, hat man noch einen. Genau, so also Nikolai und das Nordhaus sind auch noch da. Also egal, welchen Weg ihr hier passiert, ihr werdet immer an irgendwelche Ruinen vorbeikommen. Es ist richtig cool und die ganze Stadt hat wirklich einen mittelalterlichen Touch. Unsere 4 Stunden hier auf Visby sind quasi schon vorbei. Wir müssen nämlich jetzt wieder zurück die Fähre nehmen. Wir empfehlen euch von ganzem Herzen, wenn ihr hier in Schweden seid, dann plant mehr ein als morgens hin und abends zurück. Allein weil ihr schon 3,5 Stunden der Fähre hinfahrt, 3,5 Stunden zurückfahrt und wir die erste Fähre heute genommen haben, die letzte Fähre zurücknehmen und trotzdem nur 4 Stunden hier sein konnten und gar nicht alles sehen konnten, was man hier sehen kann. Das stimmt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann plant hier auf dieser Insel mehr Zeit ein, dass ihr nicht nur vielleicht auch Visby seht, sondern auch die anderen Orte, weil hier super viel zu entdecken geben. Ja, ein Tipp auf jeden Fall, wenn ihr hier seid, schaut euch die ganzen Pippi Langstrumpf Drehorte an. Vor allem auch die Villa Kunterbunt. Also die konnten wir in 4 Stunden überhaupt nicht schaffen, weil wir 1 Stunde hingelaufen wären, 1 Stunde zurückgelaufen wären. Dann hätten wir uns Visby gar nicht wirklich angucken können. Aber schaut euch die auf jeden Fall an. Es soll sogar um 13 Uhr Pippi Langstrumpf singen, jeden Tag. Und um 15 Uhr soll jeden Tag ein Theaterstück stattfinden. Also es ist wirklich eine Empfehlung, die wir zwar selber nicht gesehen haben, aber super gerne gesehen hätten. Für uns geht es jetzt wieder zur Fähre und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das wird auch nach einer Pose von dir. Achso, abonnieren. Die Glocke, das war die Glocke, die ihr nicht aktivieren solltet. Das war die Glocke, alles klar. Und schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr schon mal hier wart, ob ihr mal hier hin möchtet, ob ihr zukünftig auch mal mehr Eindrücke von der Insel sehen möchtet. Vielleicht fahren wir dann doch mal hier hin. Ja, und sagt uns gerne Bescheid, ob ihr Pippi Langstrumpf geguckt habt und ob ihr irgendwelche Drehorte von hier aber schon erkannt habt.